Liebe ist, wenn einen die Zahnpasta im Waschbecken nicht stört, wenn man die T-Shirts des anderen aufsammelt, wenn man sich an einem und gegenseitig festhält und wenn man sich zu Hause fühlt bei jemandem und miteinander. Liebe ist ein wunderschönes Gefühl, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, alle ein bisschen mehr zu lieben, ich glaube, dann würden wir keinen Fehler machen. Er zog sie an sich und küsste sie. Violet war derart überrumpelt, dass ihr einen Moment lang der Atem stockte. Obwohl das natürlich auch daran liegen konnte, dass dieser Mann insgesamt ziemlich atemberaubend war. Nach 64 Seiten, wenn man das Heft zuklappt, ist das Happy End Erfolg. Natürlich immer die Spannung. Werden sie sich kriegen? Werden Held und Heldin am Ende gewinnen? Ja, werden sie. Jetzt habe ich zu viel verraten. Vielleicht macht es süchtig, Happy Ends zu schreiben. Weil man den Heftroman sehr, sehr schnell schreibt, hat man in der Regel jeden Freitag ein Happy End. Einer der seltenen Berufe, wo es von Vorteil ist, eine Frau zu sein und kein Mann. Ich beginne ein Buch im Januar und beende es im Juni. Ich bearbeite es im Sommer und im Herbst wird es veröffentlicht. Das ist ungefähr der Ablauf in den letzten 15 Jahren. Mir ist immer wichtig, dass sie besonders schöne Augen haben. Die müssen also immer schauen können, wie Bambi das auf die Lichtung trat. Ich lese ein Manuskript nach einem ganz einfachen Kriterium. Immer wenn ich weine, wird es ein Erfolg. Ganz wichtig, die Braut weint sie. Wenn die Braut weint, dann gibt es eine glückliche Ehe, das ist ganz wichtig. Dann, wenn sie lacht und sich freut, dann ist sich von vornherein die Ehe und steht unter einem schlechten Stern. Ich glaube, wir sind alle unfreiwillig Fachmänner für Liebe. Bei den Heftromanen geht es ja, wenn überhaupt, immer um eine saubere Erotik. Die Männer sind natürlich groß und kräftig und gut gebaut. So wie das gesellschaftliche Bild des Mannes sich ändert, ändert es sich auch in unseren Romanen mit. Der Mann, der sich früher vielleicht ohne zu fragen auf die Frau geworfen hätte und gesagt hätte, Baby, ich weiß, was du brauchst, der fragt heute. Ich habe wirklich die tollsten Ex-Freundinnen der Welt. Auf meinem Grabstein wird stehen, seine Ex-Freundinnen liebten ihn. Wenn am Abend die Sonne die letzten Berggipfel vergoldet, Kuhglocken und Zittermusik aus der Ferne erklingen und der Reni das Herz hoch bis zum Halse klopft, weil der Gustl, der fescheste Senner von allen, jetzt talwärts steigt und bald an ihrem Haus vorbei, dann befinden wir uns im bayerischen Allgäu, der heilsten Welt von allen. Oder auf Seite 7 eines Liebesromans. Schließlich löste Ulrich seine Lippen von ihren. Er lehnte sich leicht zurück und sah sie an. Du bist ein unerwartetes Geschenk, Violet Lund. Das bist du auch. Er lächelte und strich mit dem Daumen leicht über ihre Wange. Und wo gibt's die zerbrochenen Herzen, die das Glück und manchmal auch der Pfarrer am Ende wieder zusammenkitten? Marktführer in Sachen Liebestrivialliteratur im Groschenheftformat ist in Deutschland der Kölner Verlag Bastei Lübbe. Die heile Weltindustrie boomt ungebremst. Rund 7,5 Millionen Hefte verkauft Bastei Lübbe pro Jahr. Und da sind E-Books und Online-Romane noch nicht mitgezählt. Fragt sich, was Verlagsleiter Oliver Leimann privat so liest. Oh, tatsächlich lese ich am liebsten Asterix-Hefte. Ansonsten darf natürlich auch mal ein schöner Liebesroman dabei sein oder ein Thriller. In einem guten Liebesroman kann ich eintauchen in eine mir vertraute Welt. Es ist keine heile Welt, es ist eine heilbare Welt. Alle gesellschaftlichen Formen finden in den Romanheften statt. Vom Pfarrer über die frömmelnden Drahtstanden bis hin zu den Investoren, die mit neuen Geschäftsideen in das idyllische Dorf einziehen. Und so bildet der Heftroman auf 64 Seiten schon das wahre Leben ab. Schon Anfang der 1950er Jahre eroberten Heftromane die Handtaschen und Nachttische der deutschen Hausfrauen. Und anfangs gingen sie zu 5 Groschen, also 50 Pfennige, über die Ladentheke. Und heute?
dürsten wir offenbar immer noch nach Sehnsuchtswelten in den Bergen und Abgründen in unseren Herzen. Wir befinden uns hier im Archiv des Bastei-Verlags und hier befinden sich über 60 Jahre Bastei-Geschichte. Also alle Romanreihen und Serien, alle Hefte, die jemals erschienen sind, kann man hier finden. Und deswegen ist dieses Archiv auch sehr gut gesichert und abgeschlossen, kommen nur wenige Leute rein und wir passen sehr gut auf, dass nichts von diesen sehr alten Heften aus dem Archiv verschwindet. Sehr begehrt sind natürlich die ersten Fürstenromane. Das ist eine Reihe, die bis heute durchläuft. Über 50 Jahre gibt es diese Reihen jetzt und Band 1 oder auch die ersten 500, die sind schon wirklich begehrte Sammlerobjekte. Man sieht an den Romanheften immer sehr gut, wie sich die Zeit, die Mode und die Menschen verändern. Das sind richtige Zeitzeugnisse. Hier zum Beispiel sind die ersten Silvia-Romane. Da war noch die Frau, die klassische Hausfrau. Das Rollenbild war klar, die war für die Erziehung da, war für die Ernährung des Mannes da, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt einen Werbespot aus den 50er Jahren, die Frau verabschiedet ihren Mann vor dem Haus. Er fährt dann mit dem neuen Auto weg und sie sagt, die Frau der Zeit bewegt nur zwei Fragen. Was ziehe ich an und was koche ich meinem Mann? Im katholischen Irland hat es dieses Rollenbild auch lange gegeben. Cecilia Ahern schreibt dagegen an, mit großem Erfolg. Die Irin ist eine der weltweit meistverkauften Autorinnen von Romantic Novels. Ich habe mein ganzes Leben hier gelebt, schon immer in der gleichen Stadt. Ich bin immer noch hier mit meiner Familie. Ich liebe es, in Dublin zu leben. Ich bin heimatgebunden, obwohl ich viel reise. Und manchmal, wenn ich nicht reise, denke ich, dass der Ort zu klein ist. Jeder weiß alles über jeden, es hat einen Dorfcharakter. Aber wenn ich dann zum Beispiel nach Amerika reise, denke ich, das ist zu groß. Du kannst dich dort einfach verlieren. Also, ich mag das Familiäre, den irischen Humor und die bodenständige Art der Leute. Ich liebe es einfach, hier zu sein. Und das auch, weil sich das politische Klima in Irland gewandelt hat. Das katholische Land hat durch Volksabstimmungen die Homo-Ehe eingeführt und Abtreibungen legalisiert. Das Heirats- und das Abtreibungsreferendum haben gezeigt, dass Irland eine sehr liberale Gesellschaft geworden ist. Das Irland, das sehr mit dem Kirchenstaat verknüpft war und von der Kirche bestimmt wurde, gibt es nicht mehr. Ein modernes Rollenverständnis kennt Cecilia Ahern aus ihrem Elternhaus. Vater Bertie Ahern war bis 2008 11 Jahre lang Ministerpräsident von Irland. Und geschieden. Scheidung kam erst in den 90ern nach Irland und meine Eltern waren getrennt. Also ich denke, er war fortschrittlicher als viele andere vor ihm. Er war ein getrennt lebender Anführer des Landes, was für Irland ungewöhnlich war. Da ich ein Buch pro Jahr veröffentliche, schreibe ich die meiste Zeit des Jahres. Das hier ist also mein Zufluchtsort, in den ich mich zum Schreiben flüchte. Als Autorin muss ich den ganzen Lärm ausblenden, inklusive den meiner Verleger. Ich möchte nicht hören, was von mir erwartet wird, zu schreiben. Ich muss das schreiben, was ich fühle. Und als ich PS Ich liebe dich geschrieben habe, meinen ersten Roman, hatte ich nicht geplant, das irgendwem zu zeigen. Es war eine Geschichte für mich selbst. Und danach hat sich zwar alles verändert, aber ich schreibe immer noch für mich. Ich werde es zwar irgendwann mit anderen teilen, aber es ist für mich, und das ist sehr wichtig, weil das den Druck nimmt, zu denken, ist das gut genug? Was werden die Leute denken? Ich bin streng genug mit mir selbst. Ich brauche keine zusätzlichen Stimmen. Extra voices. Der Erfolg gibt ihr recht. P.S. I Love You, ihr Debütroman, wurde in 50 Ländern veröffentlicht und in 15 Sprachen übersetzt. Ich könnte kein Buch schreiben, wenn ich nicht über Liebe und die Bedeutung von Liebe schreiben würde. Manchmal ist es romantische Liebe, manchmal, wie in der Glasmurmelsammler, die Liebe zwischen Vater und Tochter. Ich habe ein Buch geschrieben, das Die Zeit deines Lebens heißt und in dem es um eine Person geht, die ihr Leben nicht mehr liebt. Ich weiß nicht, wie ich sonst ein Buch schreiben könnte. Sogar bei Thrillern gibt es diese Aspekte. Es gibt Liebe, es gibt Hass, es ist Emotion und das spielt eine große Rolle für uns.
Yeah, that was a gift from my publisher in the UK, HarperCollins. Das war ein Geschenk meines Herausgebers in Großbritannien, HarperCollins. Wie Sie sehen, ist eins runtergefallen. Jeden Tag, wenn ich komme, ist ein anderes runtergefallen und zertrümmert meine Auszeichnungen. Ich wollte es lieber hier hinhängen als ins Wohnzimmer meines Hauses. Da will es niemand sehen. Nobody wants to see it. And it's a German award. Das ist ein Preis aus Deutschland. Das war ein toller Abend. Das war 2005 und ich habe den Preis für dieses Buch bekommen, für immer vielleicht. Das war eine unglaubliche Ehre. Dann gibt es meine entzückenden Frauen. Ich habe sie gekauft, als ich Raw geschrieben habe. Raw ist eine Sammlung von Kurzgeschichten über viele verschiedene Frauen, die alle einen anderen Hintergrund haben. Sie sind aus unterschiedlichen Ländern, sehen unterschiedlich aus, die Hautfarbe ist verschieden, die Größe, die Körper. Und dann habe ich auf Instagram diese Künstlerin entdeckt, Emma Lowe, und sie macht diese tollen Titpots, um zu zeigen, wie einzigartig und verschieden alle Frauen sind. And to represent how unique and different all women are. Die Liebe, auch die zwischen den Buchdeckeln, ist ein weltumspannendes Geschäftsmodell. Und alles, so scheint es, gehört irgendwie zusammen. Die Romane von Cecilia Ahern erscheinen bei HarperCollins, ein Verlag, der weltweit agiert und dem Australier Rupert Murdoch gehört. Und dem wiederum gehört der kanadische Harlequin Verlag, der auch in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Ungarn, Polen und sogar in China publiziert. Die Romane erscheinen dort in Englisch und in Mandarin. Ach, und der deutsche Ableger von Harlequin, der heißt Cora. Unsere Romane stammen aus dem kanadischen Bereich. Die verkaufen ja dieselben Geschichten. Liebesromane sind ein universeller Stoff, die einfach weltweit funktionieren. Ist die Liebe im Hardcover hochwertiger? Nein, nur optisch. Also ich fürchte, die Feuilletonisten sehen keinen Liebesroman als seriös und überhaupt lesbar an. Der Liebesroman wird ja immer so ein bisschen belächelt, also auch der im Buchformat. Da Liebe offensichtlich kein Thema ist, über das Feuilletonisten gerne von Frauen lesen möchten. Leiden Sie darunter oder sagen Sie sich einfach nur? Ach, wir gucken auf unsere Verkaufsstatistiken und dann leiden wir nicht mehr so sehr. In Frankreich heißen Liebesromane Roman à l'eau de rose, Rosenwasserromane. Zu 5,99 Euro, die Taschentücher kommen extra. Marktführer ist auch hier Harlequin. Und wo sitzt der Verlag? Natürlich fast unterm Eiffelturm. Weil Paris die Stadt der Liebe ist, selbstverständlich. Als Harlequin 1978 nach Frankreich kam, gab es nur übersetzte Literatur. Das kanadische Mutterhaus schickte uns die Bücher in englischer Sprache und wir haben sie übersetzt. Das hat sich in den letzten 40 Jahren weiterentwickelt. Es wurden zahlreiche Buchreihen auf den Markt gebracht. Diese Bücher werden nach dem Pressemodell veröffentlicht. Das heißt, jeden Monat gibt es neue Titel, die die Neuzugänge der letzten Monate ersetzen. Die Reihe Azur beispielsweise hat 10 übersetzte Titel pro Monat und an jedem ersten Tag im Monat können Sie in Ihre Buchhandlung gehen und dort 10 neue Azur-Romane finden. Das sind also Bücher, die nur für kurze Zeit erhältlich sind. Einen Monat und dann werden sie durch neue Titel ersetzt. Das ist das ursprüngliche Modell mit Buchreihen für jeden Geschmack. Jede Reihe hat eine ganz spezifische Programmausrichtung, die die Leserinnen gut kennen. Wenn Sie also zum Beispiel die Arztromanzen mögen, kaufen Sie sich einen Roman aus der Reihe Blanche. Und wenn Sie lieber Romanzen mögen, wo es ein bisschen heißer zugeht, dann kaufen Sie einen Roman aus der Reihe Magnétique. Aber vor 5 oder 6 Jahren haben wir beschlossen, die Romanze im Großformat zu veröffentlichen, mit Autoren, die ganz spezielle Geschichten entwickeln. Da haben wir sehr viele Autoren entdeckt, überwiegend französische Autoren, mit denen wir lange zusammenarbeiten. Einige dieser Autoren sind bereits sehr erfolgreich, Emily Blane zum Beispiel. Sie ist unser bisher größter Erfolg. Emily hat schon 8 Bücher veröffentlicht und über 400.000 Exemplare mit uns verkauft. Das ist für den französischen Buchmarkt sehr viel. Emily Blane ist der neue Star der Harlequin-Autorinnen en France. Seit 5 Jahren schreibt sie Liebesromane für die angeblich so liebeserprobten Französinnen. Ins Deutsche wurde sie bislang nicht übersetzt.
99% meiner Leser sind Frauen und wenn sie um ein Autogramm bitten, werden sie sehr oft von ihren Männern begleitet. Die tragen dann ihren Frauen die Tasche oder machen Fotos oder manchmal auch beides. Eine Leserin hatte ihren Mann dazu verdonnert, 400 Kilometer zu fahren, um mich zu sehen. Und da habe ich zu ihrem Ehemann gesagt, dass es mir leid tut, dass er so etwas machen muss und ich fragte ihn, was er sonst so mache in seinem Leben und da erklärte er mir, dass er Fernfahrer sei. Dieser Mann war also schon die ganze Woche unterwegs und musste dann am Wochenende auch noch seine Frau 400 Kilometer weit fahren wegen eines Autogramms. Die Lebensgefährten sind schon lustig. Ich finde sie irgendwie rührend. Vier Leserinnen sind mal vor mir in Tränen ausgebrochen, weil sie so glücklich waren, mich zu sehen, und dann war es zu viel für sie. Für mich ist das schrecklich. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit diesen Gefühlsausbrüchen umgehen soll. Meine Romanfiguren akzeptieren jeweils die Fehler des anderen. Es ist immer eine idealisierte Sicht auf die Partnerschaft und die Liebe. Ich glaube, im wirklichen Leben sind wir weit weniger tolerant. Ich sage oft, dass ich mehrere Rollen habe. Ich bin eine ganz normale Frau, die in einer Firma arbeitet, und abends bin ich die Schriftstellerin. Da bin ich dann zu 100% Emily Blaine. Aber am Wochenende bin ich auch die Mutter meiner beiden Kinder und die Frau meines Mannes. Ich habe mehrere Rollen, aber ich achte darauf, und deshalb schreibe ich auch unter einem Pseudonym, dass das Schreiben von meinem Privatleben gut abgegrenzt ist. Das mit dem Pseudonym vielleicht auch deshalb, weil Liebesromanautoren in Frankreich und anderswo offenbar ziemlich belächelt werden. Für diese Art von Romanen gibt es keinen Platz. Dieses Genre wird eher schlecht gemacht, auf jeden Fall in Frankreich. Dabei ist es immer schwer, eine Liebesgeschichte zu erzählen, und sie muss immer wieder neu erzählt werden. Ich mag, was ich tue, und ich stehe auch dazu. Ich sage es ganz offen, ich schreibe Romanzen und ich habe kein Problem damit. Was mich stört, ist vielmehr, dass man eine Leserschaft angreift, obwohl sie in Frankreich jedenfalls sehr viel liest. Die Leser lesen Romanzen, aber sie lesen auch den Prix Goncourt oder den Nobelpreis. Sie lesen ganz verschiedene Dinge, englische oder italienische Autoren oder was weiß ich. Sie lesen von allem etwas. Deshalb ärgert mich, dass man diese Leser angreift, obwohl sie viele Bücher lesen, 5 oder 6 Bücher im Monat. Die Verlage leben davon und trotzdem gibt es sehr viel Verachtung und Heuchelei. Je pense qu'il y a un peu de, il y a beaucoup de mépris, un peu d'hypocrisie aussi, je pense. Wie viele Heftromane haben Sie schon gelesen in Ihrem Leben? Weiß ich nicht. Das ist echt eine Frage, die kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Es sind sehr, sehr, sehr viele. Also ich weiß, mein erster Heftroman war Andrea Berg, die Notärztin, Band 22. Und ich glaube, heute sind wir auch schon bei 1500. Das ist er. 1987 war das. Den habe ich bekommen, als ich mich bei Bastei beworben habe und habe dann ein Manuskript bekommen und sollte das lektorieren und dann abgeben als, ja, zu gucken, ob ich das kann und ob ich das Gefühl für diese Sprache habe, für diese Geschichten habe, ob ich beurteilen kann, ob das ein guter Roman ist. Und dann habe ich den gelesen und abgegeben mit meinen Korrekturen und anscheinend war es gut. Und wer schreibt diese Heftchen? Andrea Bergen oder ihre männlichen Arztromankollegen? Ich bin Isabel May, ich bin aus Österreich und ich schreibe Kitsch. Ich schreibe für das Berghotel und für Notärztin Andrea Bergen. Ich habe mittlerweile ja 84 Heftromane geschrieben und im Endeffekt laufen die immer relativ ähnlich ab. Also das Pärchen lernt sich kennen, sie verlieben sich oder fühlen sich zueinander hingezogen. Es gibt irgendeinen Konflikt, irgendein Problem, das ihnen im Wege steht. Ein bisschen Drama, da fließen viele Tränen und ja, irgendwie müssen sie es dann am besten aus eigener Kraft schaffen, die Probleme zu überwinden, zueinander zu finden. Und dann gibt es das große, kitschige Happy End. Und das spielt natürlich, weil Isabel May ja aus Österreich kommt, an einem österreichisch-idyllischen Bergsee. Liebesromane, das war lange nichts als leichte Beute für den geschulten Kulturkritiker. Etwa 2 Stunden braucht man zum Lesen eines Groschenromans. Für die gebundene, höher kulturelle Variante schon mal einen ganzen Tag. Ihn in der Luft zu zerreißen, dafür reichte dem Kritiker oft ein flüchtiger Blick aufs Titelbild. Hier ein Idyll mit Alpensee. Dass so viele Leute das Bedürfnis haben, Liebesromane zu lesen, liegt einfach daran, dass man da
bei so wundervoll träumen kann. Also man kann sich aus dem eigenen Alltag wegträumen, kann eine Liebesgeschichte erleben, die man vielleicht im Moment selbst gar nicht so hat. Ich finde, es ist so ein Anfängerporno für Frauen. Es ist doch immer, es kommt ganz schnell zur Sache, alles wird, das Ganze drumherum wird weggelassen. Es geht nur darum, Gretchen sieht Frank und liebt Frank, aber sie kriegt ihn nicht. Und dann geht es darum, wie sie ihn kriegt und auf Seite 30 hat sie ihn schon und juhu, sie tun's und so. Das ist, glaube ich, einfach so ein Quickie-Heftromane. Ist der von zweiten, oh ja. Wehrlos vor Verlangen nach dir. Es trifft Cleo wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Tycoon Byron Maddox weckt in ihr die süße Sehnsucht, sich in starken Armen wieder als begehrenswerte Frau zu fühlen. Etwas, das sie seit ihrer unglücklichen Ehe für unmöglich hielt. Dabei weiß sie genau, dass der umschwärmte Millionär die schönsten Frauen haben kann. Aber zum ersten Mal in ihrem Leben ist Cleo wehrlos vor Verlangen. Jetzt gucken wir uns den Herrn mal an. Der sieht überhaupt nicht aus wie so ein Tycoon. Der sieht auch gar nicht aus wie ein Brian Maddox. Nee. Aber naja, ganz ehrlich, solange der Geld hat. Unsere Romane entführen jährlich über 5 Millionen Leserinnen auf eine Gefühlsreise fernab des Alltags, wirbt der Hamburger Verlag. Und damit sorge man Jahr für mehr als 15 Millionen Happy Ends. Eine Fabrik der Sehnsüchte. Das Motiv, ich sehne mich eigentlich nach was anderem, das ist es wahrscheinlich nicht, ne? Ich fürchte nein, sonst würden 8 Millionen Frauen jedes Jahr von ihren Männern schreiend weglaufen und nur noch Cora lesen. Jede fünfte Frau in Deutschland liest regelmäßig Cora-Romane. Und 2/3 aller Leserinnen von Heftromanen, da legt Mitbewerber Bastei Lübbe noch eins drauf, kauft mehr als 8 Hefte pro Monat. Da wird also ordentlich was weggelesen. Aber wie werden sie gemacht, die Hefte, die Woche für Woche gedruckt, ausgeliefert und an die Frau gebracht werden müssen? Die Programmverantwortlichen aus unserem Lektoratsbereich, die schauen zum Beispiel in alten Kisten nach, die eine ganze Menge Dias enthalten, die Hochzeitspaare zeigen oder Damen im Dirndl vor dem Alpenpanorama. Die Lektorin greift sich ein Motiv raus und kreiert einen Titel. Auch dein Herz wird brechen, stolze Prinzessin. Meist sagt der Titel schon relativ viel und ich muss da nicht großartig kreativ sein, weil ich schon weiß, in welche Richtung die Geschichte gehen soll. An meinen Heftromanen arbeite ich normalerweise 10 Tage plus 1 Tag fürs Exposé plus 1 Tag fürs Treatment. Das ist ganz genau durchgetaktet. Ich habe 5 Tage gebraucht. Halben Tag Exposé, 5 Tage schreiben, einen halben Tag Korrektur lesen. Weil man den Heftroman sehr, sehr schnell schreibt, also schreiben muss, sonst lohnt es sich finanziell nicht, aber auch schreiben kann, weil die ganzen Regeln darauf aufgebaut sind, das schnell zu machen, hat man in der Regel jeden Freitag, wenn man so strukturiert, also einmal in der Woche schreibt man Happy End. Man ist fertig und man schreibt so ein schönes Ende. Und ich glaube, das kann schon so einen kleinen Dopamin-Kick auslösen und danach kann man natürlich süchtig werden. Die Essener Autorin Anna Basener hat ihr Studium mit dem Schreiben von Heftromanen finanziert. Ihre Erfahrungen hat sie zu einem Ratgeber verarbeitet, der in der Branche nun als Standardwerk gilt. Heftromane schreiben und veröffentlichen. Das Buch von Anna Basener war wie eine Bibel für mich ein bisschen. Ich habe mich da einfach dran gehalten, was sie gesagt hat und alle Tipps umgesetzt und das hat geklappt. Wie wird das ein Heftroman? Man braucht jemanden, in den sie sich verliebt. Alle wissen auf Seite 5, das ist der Typ dazu. Das wissen auch die Leserinnen. Es ist eine Illusion, dass die groß überrascht werden wollen, wer am Ende zusammen ist. Es geht nie darum, was, sondern nur um das Wie. Wie wird das passieren? Also man muss die beiden so bauen, dass sie am Ende gut zusammenpassen, aber erstmal auf keinen Fall. Und dann schreibt man auf diesen Konflikt hin. Man erzählt kurz, wer sind die beiden Figuren? Und schreibt darauf hin, dass es zu einem richtig großen Krach kommt. Zu einem Moment, an dem der Leser glaubt, die kriegen sich nie. Das wird nichts mit den beiden, das wird nichts. Da hilft nur die Probe aufs Exempel. Ein Alster-Roman, live von Anna Basener geschrieben. Titel, setzt die Segel für die Liebe, irgendwie sowas. Dann haben wir einen Yachtclub. Und in diesem Yachtclub ist, sagen wir, die Prinzessin Mitglied. Und dieser Segelclub bekommt einen neuen Vorsitzenden, einen sehr attraktiven jungen Mann, der ist vielleicht Anwalt und leidenschaftlicher Segler und der hat ganz tolle Pläne mit diesem Club.
die aber im ganzen Fürstenhaus, das schon seit 100 Jahren dort an der Alster segelt, nicht auf Gegenliebe stoßen. Der Untertitel wäre sowas wie: Setz die Segel für die Liebe. Prinzessin Carina verlor ihr Herz an der Alster. Irgendwie sowas. Vielleicht wird irgendwas feierlich eröffnet und dann müssen sie so zusammen auf die Alster und es kommt ein Unwetter oder so. Also irgendwie, dass sie in einer ganz heiklen Situation sind. Droht sie zu ertrinken? Vielleicht. Er zieht sie raus? Ja. Aber dann sind wir ja schon ziemlich am Ende, ne? Ja, genau. Vielleicht noch ein Kuss, so der letzte. Und die untergehende Sonne spiegelte sich auf der Wasseroberfläche der Alster. Bei den Liebesromanen ist so ziemlich alles erlaubt, außer dass der Protagonist, der Bergdoktor, verstirbt oder eine unheilbare Krankheit erleidet. Man darf auf keinen Fall wirklich zeigen, wie die Sex haben. Also Hose runter und rein raus, das darf man auf keinen Fall zeigen. Man darf auf keinen Fall irgendwelche zu starken politischen Äußerungen treffen. Keine Religion und keine Fremdwörter, keine Fremdsprachen, relativ kurze Sätze. La romance est un genre assez poreux de ce qui se passe dans la société. Die Romanze ist ein ziemlich poröses Genre. Alles, was in der Gesellschaft so passiert, findet sich sofort in der Romanze wieder. Und weil es ein wichtiges Thema für die Gesellschaft geworden ist, haben wir Buchreihen auf den Markt gebracht, die ein bisschen sinnlicher und erotischer sind. Oder auch viel erotischer, je nachdem, wie sich der Geschmack der Leser verändert hat. Also ein paar Probleme werden durchaus schon auch relativ sozialkritisch immer wieder thematisiert. Aber es darf natürlich nie den märchenhaften Charakter verlieren. Märchenhaft wie zu König Ludwigs Zeiten. Da bietet sich die Frage an, ob denn Homosexualität im Heftroman vorkommen darf. Natürlich nicht. Gefragt ist: heteronormativer Mainstream. Das verkauft sich besser. Das ist aber ein Vorwurf. Und ich sag schon, es ist ein Vorwurf, den man aber nicht allein dem Heftroman machen darf, sondern ja auch den großen Blockbuster-Kinoproduktionen aus den USA, den romantischen Komödien hier in Deutschland. Die erzählen ja auch nicht die Liebesgeschichte vom lesbischen Paar oder vom schwulen Paar. Das, was sich am meisten verkauft, ist Kaugummi-Kino, das ist immer hetero. Ich habe einen Adelsroman damals geschrieben als erstes, habe eine Textprobe von 30 Seiten und ein Exposé dorthin geschickt. Ja, dann kam der Anruf vom Verlag, sie würden gerne das restliche Manuskript lesen. Ein, zwei Tage später hatte ich dann die Zusage und die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, regelmäßig Heftromane zu schreiben. Das wahre Leben, wie im Adelsroman. Künftiger Burgherr und Burgfräulein von Schloss Kronburg im Allgäu. Kein glückliches Paar, sondern Bruder und Schwester. Er ist 25, sie 27 Jahre jung. Mein Name ist Caroline Freien von Wickel-Westernach. Mein Name ist Maximilian Freiherr von Wickel-Westernach. Es gibt noch meine Eltern, denen das Schloss eigentlich gehört, beziehungsweise meinem Vater. Und zusammen lebt die Familie nicht wie im Fürstenroman auf über 100 Zimmern, sondern in einer Wohnung im Südflügel des Schlosses. Der Rest wird für prunkvolle Hochzeiten im ehrwürdigen Rahmen vermietet. Es ist natürlich nicht immer einfach, hier zu leben. Aber es ist schon auch sehr schön, weil in einem Reihenhaus oder so, ich glaube, wir könnten da nicht leben. Also für uns Traum und manchmal auch Albtraum. Der eine oder andere sagt, ja, das ist doch toll, wenn man ein Schloss erbt. Aber die Lasten sind natürlich riesengroß, so groß wie das Haus selber auch. Wir leben heute in einer Zeit, in der jeder alles werden kann, theoretisch. Das heißt aber auch, dass irgendwie jeder alles werden muss und das Beste geben muss. Und dadurch entsteht ja auch wahnsinniger Druck, der Tollste zu sein, die beste Karriere zu machen, vom Tellerwäscher zum Millionär zu kommen und so weiter. Und bei all dieser vermeintlichen Flexibilität finde ich es super spannend, dass es noch immer eine Parallelgesellschaft gibt, in der Menschen qua Geburt einfach irgendwas sind. Die kommen auf die Welt und die sind Prinz. Oder dann wird man geboren in so einem Schloss und dann ist man sein ganzes Leben damit beschäftigt, dieses Ding zu erhalten. Wie ich eingezogen bin, hat es an 40 Stellen durchs Dach geregnet, sodass man Kübel und Badewanne und alles Mögliche gerückt hat, dass es nicht in die wertvollen Räume durchgeregnet hat. Die
von Wickel Westernachs. Auf Französisch sind es Baron und Baroness, auf Deutsch Freiherr und Freien. Obwohl man auch hier das Ganze heute etwas lockerer angeht. Das beste Beispiel sind die Königshäuser. Da muss man auch nicht mehr standesgemäß von Prinz zu Prinzessin heiraten. Ich glaube, da haben wir schon das Glück, auch, dass es bei uns nicht so streng ist und dass jeder den Partner suchen kann, den er eben gerne hätte. Sie müssen schon mit anpacken. Also das ist schon das wichtigste Kriterium eigentlich. Und sie unterliegen sicherlich auch einer gewissen kritischen Prüfung. Aber das ist, glaube ich, bei allen Eltern so, dass die natürlich prüfen, wen ihre Kinder da mit anschleppen. Ja, Sie haben jetzt schon gehört, wo es lang gehen soll. Vielleicht hat der Vater dann doch noch ein Wörtchen mitzureden. Also wie gesagt, Voraussetzung ist, dass einfach der Partner stimmen muss. Partner muss ein Partner sein. Der darf nicht seine eigenen Wege gehen und sagen, okay, er ist jetzt im Forst, sie ist im Gästehaus unten und ich bin auf Festivitäten und verjubel das, was der Bruder erwirtschaftet. Und plötzlich, wie im Roman, steht sie vor uns, die aktuell angetraute und womöglich künftige Baronin. Das trifft sich gut, wir haben gerade über sie gesprochen. Unsere Romane sind immer der Lebenswelt abgeschaut, selbst ein Fürstenroman. Die Träume der Prinzessin und der Prinzen und Fürst, die sind eigentlich die, die jeder Mensch auch hat. Die möchten glücklich sein. Und da geht der Kampf drum, den richtigen Partner zu finden und das Glück auch. Wie hat denn Ihre Frau sich hier eingefunden? Wie hat sie sich eingefunden? Sie hat geklingelt und wollte eine Schlossführung als Touristin. Nee. Um es kurz zu sagen. Ach, das ist jetzt das. Und dann hat er sie dann einfach auf eine Tasse Tee eingeladen. Der Tee wird auf Seite 60 serviert. Da hat das zukünftige Paar noch 4 Seiten Zeit, um umeinander zu kämpfen. Schließlich ist das Leben ja fast so wie im Heftroman. Das Auslieferungslager von Bastei-Lübbe morgens um 4. Goldfarben im Cover sind die Heftromane, die von gekrönten Häuptern erzählen. Blau sind die Arztromane und in Alpenglühen abendrot kommen die Heimatromane daher. Das Alpengold, der Bergkristall, der Bergpfarrer oder summa summarum die schönsten Bergromane überhaupt. Ich denke, dass die Leserinnen in den Romanen Frauen suchen, die ihnen ähnlich sind. Und im Gegensatz dazu ein Männerbild suchen, das nicht unbedingt den Männern gleicht, die sie aus ihrem eigenen Leben kennen. So, hier ist der allererste Bergdoktor aus dem Jahr 1979. Der Bergdoktor ist ein Mix aus Arzt, Heimat und Liebe. Also der greift in das Leben der Menschen ein, die sich hilfesuchend an ihn wenden und führt es dann zum Happy End. Die böse Welt wird halt von außen reingetragen, die Konflikte. Die entstehen nicht innerhalb dieser Familie. Und ich glaube, das ist es, was so ja, zufrieden macht, so beruhigend ist, dass man denkt, boah, wie schön, dass es das gibt. Geht Ihnen das auch so? Ja, es geht mir auch so. Ich schätze diese Familie sehr und denke manchmal, oh, möchtest du auch gern so einen Mann? Zurück zur Hochkultur. Bella Germania, der erste Roman des Münchner Autors Daniel Speck, ist in Deutschland im Fischer Verlag erschienen. Auch Speck schreibt über die Liebe, auch die zu einem besonderen Autor. Bella Germania beginnt mit einer großen Liebesgeschichte und endet heute mit einer jungen Modedesignerin, die nicht weiß, dass ein Teil ihrer Familie italienisch ist und sich auf die Suche macht, nach Italien fährt und wie ein Puzzle diese italienischen verlorenen Familienmitglieder sucht. Bella Germania beginnt mit der Geschichte der Isetta. 1954 war BMW fast pleite und sie haben nach einem billigen Auto gesucht, was sie schnell produzieren können und haben dann entdeckt, dass es in Italien ein kleines Mikromobil gab, ein sehr geniales Auto namens Isetta, gemacht von der Firma ISO und es wurde dann zum Symbol des Wirtschaftswunders, ein riesengroßer Erfolg. Und mit dem Geld, was die Firma mit der Isetta verdient hat, hat sich dann der Firmeninhaber Rivolta einen Traum erfüllt. Er hat sich dann selbst einen ISO Rivolta GT gebaut, einen eigenen Sportwagen. Ich habe lang nach diesem Auto gesucht, die sind extrem selten und ich habe ihn nach 2 Jahren endlich gefunden, um mit diesem Auto auf Lesetour zu gehen. Und ich war jetzt gerade in Italien, in Mailand und habe da die italienische Übersetzung von Bella Germania vorgestellt. Von dem ISO Rivolta wurden genau 797 Stück gebaut, die sind alle nummeriert.
Und ich hatte das große Glück, genau die Nummer 797 zu finden, also den letzten je gebauten. Der Mann ist schwer verliebt und seine Bücher sind am Markt auch deshalb so erfolgreich, weil seine Liebesgeschichten eben nicht die heile Welt erzählen. Eine gute Liebesgeschichte muss dich so berühren, dass du sagst, es ist wahr. Eine Kitschgeschichte ist eine Illusion von Liebe, ja? Ist die irische Steilküste und ein Gestüt und ein Weinberg in der Toskana und dieser ganze Quatsch. Eine gute Liebesgeschichte ist eine, die sich so anfühlt wie eine, die du selbst erlebt hast. Und dazu gehört immer auch die dunkle Seite der Liebe. Wenn ich eine Liebesgeschichte erzähle, suche ich nicht erstmal nach der Liebe, sondern ich suche nach dem Problem. Und dadurch wird eine Liebesgeschichte interessant. Auch Judith Pinnow schreibt Liebesromane und keine Heftromane. Aber das Genre ist dasselbe. Boy meets Girl bzw. Frau trifft Mann. Der erste Roman ist so ein bisschen wie das erste Mal. Im ersten Roman geht es um eine Frau, die 40 wird und einen Job beim Fernsehen hat. Und sie ist auch Mutter von 3 Kindern. Und dann taucht so das erste Mal in ihrem Leben diese Problematik des Älterwerdens auf. Also, dass es plötzlich heißt, du bist für den Job zu alt. Sie möchte gerne eine Abendsendung moderieren, geht da zum Casting, hat ganz große Erwartungen, macht den Job auch super und kriegt dann vom Produzenten gesagt, du bist zu alt. Und damit beginnt für sie so ein bisschen diese Sinnkrise und dieses Suchen nach dem Platz im Leben, der sich ja verändert mit dem Älterwerden. Alles ziemlich biografisch. Judith Pinnow war, bevor sie schrieb, Schauspielerin und Moderatorin. Und eine Schriftstellerkollegin riet ihr selbst, etwas zu schreiben, das ihrem Leben nahe kommt. Ich hatte tatsächlich ein Erlebnis, gerade bei Läuft da was, mit einer Nachbarin, die auch eine Freundin ist, die mich eigentlich wirklich gut kennt und die echt drauf, also meine Hauptdarstellerin Annabelle hat irgendwann eine Affäre mit einem 28-Jährigen. So ein total süßer, sexy Typ. Und sie war wirklich so, wo hast du den kennengelernt? Komm, jetzt erzähl mal. Und ich so, ich hab den nicht. Und sie so, Judith, jetzt komm, den hast du doch nicht. So, du, das ist reine Wunschfantasie von mir, den gibt es nicht. Ein Erfolgsrezept, wie sich herausgestellt hat. Denn immerhin schreibt Judith Pinnow gerade an ihrem 5. Roman. Genug Alternativen also für Frauen, die Groschenhefte verschmähen. Bei Läuft da was ist es ganz klar, da ist es die Protagonistin, die sich fragt, reicht mir die Liebe, die ich habe in meinem Leben? Reicht mir das? Oder könnte da noch mehr gehen? Also könnte da noch was laufen? Wofür brauchen wir eigentlich Liebesromane? Ich glaube, um uns daran zu erinnern, dass es wirklich wichtig ist. Liebe ist wichtig. Aber wann ist ein Liebesroman wichtig? Die Münchnerin Franziska Kurz ist Bloggerin und veröffentlicht im Internet Literaturkritiken über Liebesromane. Und wer ist schuld? Eine 35 Jahre alte Ausgabe von Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Und ich habe dieses Buch gelesen und mich in Mr. Darcy verliebt. Und ab da gab es quasi kein Halten mehr, was Romane ähnlicher Couleur anging. Jede Woche veröffentlicht Franziska Kurz auf ihrem Blog Franzi liest Neuigkeiten aus der Welt der Liebesromane, einem Genre, dem die Frau komplett erlegen ist. Ich schreibe auf franziliest.de über feministische Thesen zu Liebesromanen und Co. Ich habe Literaturwissenschaften studiert und schreibe über Bücher, die sich hauptsächlich um starke Frauen drehen und möchte vor allem jungen Frauen oder Müttern von jungen Frauen erklären, welche Bücher zu ihren Töchtern passen könnten. Durch die Bücher, die es in den letzten Jahren auf dem Markt gegeben hat und bei denen Lebensmodelle transportiert worden sind, wo es darum ging, Millionär trifft kleines, unscheinbares Mädchen, baut sie Kraft seiner Millionärshaftigkeit und des Kleiderschranks dazu auf, dass sie die Übertraumfrau wird und das war es dann. Und man weiß ganz genau, dass es eigentlich nur eine Geschichte von Abhängigkeit ist. Und ich habe Angst davor, dass wir eine Generation erleben, die denkt, dass das Liebe ist. Dieses eigentlich völlige Abhängigkeitsverhältnis. Und das alles wegen Jane Austen. Ich war hingerissen von Mr. Darcy und dann von Mr. Knightley in Emma und von einigen anderen später auch noch. Heutzutage schafft es für mich er. Michel Birbeck, das schönste Mädchen der Welt, dieses Jahr erschienen. Ich bin ein unfassbarer Fan von diesem Mann. Er schreibt
nahbare, wunderbare Liebesgeschichten, die eher Beziehungsgeschichten sind, als dieses einfach nur Mann trifft Frau und alles wird rosa. Er lässt zu, dass furchtbare Dinge geschehen und Menschen mit Geschichte einander begegnen, mit mehr oder minder schwerem Päckchen so auf ihrem Rücken und die sich trotzdem verlieben. Das macht ihn für mich irgendwie nahbar. Beim Lesen dieser Bücher wünsche ich mir, dass es mehr Männer gibt, die so denken. Ich wusste ja gar nicht, dass das ein Liebesroman ist, den ich schreibe, sondern ich schreibe halt immer über Beziehungen. Mich interessiert nichts mehr im Leben, als wie wir alle miteinander umgehen. Und die meisten Liebesromane, die langweilen mich, weil Boy Meets Girl sagte schon, es sind Jungs, die Mädchen treffen. Ich schreibe aber über Erwachsene. Und ich wollte immer Bücher lesen von coolen Leuten, die ihre Probleme meistern. Und da es so wenig gab, dachte ich irgendwann, okay, dann schreib halt ein. Und daraus wurde eigentlich meine ganze Karriere, weil es sich scheinbar als kleine Marktlücke erwiesen hat. Und ich habe ja auch immer sehr leichte Bücher geschrieben, vom Ton her leicht, aber über schwierige Themen wie sexueller Missbrauch, Sterbehilfe. Und es ist interessant, dass manche Leute lesen nur den leichten Teil, ja, weil sie eben einen Liebesroman lesen wollen. Und dann lassen sie sich gut unterhalten. Und bei mir gibt es ja auch immer eine Form von Happy End. Und die Leute, die mehr erkennen konnten oder wollten, die konnten dann auf der unteren Welle mit surfen. Michael Bierbeck war Comedy-Schreiber für Harald Schmidt und andere deutsche Entertainer. Vorher war er Musiker, dann begann er Romane zu schreiben. 5 sind bereits erschienen. Ich habe Reflexionen von meinen Büchern, wo Leute zu ihren Ex-Frauen zurückgegangen sind, um es nochmal zu probieren, weil es ihnen beim Lesen klar geworden ist, dass sie für die Menge an Liebe, die sie hatten, einfach noch nicht genug miteinander versucht haben. Was ja selbst schon wieder Stoff für einen Liebesroman birgt. Vielleicht liegt's daran, dass bei uns alles so schön schön ist, wie aus dem neuesten Heimatroman, in den sich mittlerweile sogar der Zeitgeist der Emanzipation geschlichen hat. Die bildhübsche Rosemarie ist im ganzen Dorf berühmt-berüchtigt. Als erbitterte Frauenrechtlerin kämpft sie für die Interessen ihrer Geschlechtsgenossinnen. Die Frauen jubeln ihr zu, die Männer halten sie schlichtweg für verrückt. Nur einer nimmt Rosemarie ernst, der junge Jäger Gustl Scheurich. So geschrieben im Roman Der Jäger und die Dorfrebellin. Und dann stehe ich auf so einem Bergrücken, irgendwo ganz oben. Über einem ist nur der blaue Himmel und unter einem ein Bergsee und grüne Wiese und es springt eine Gämse vorbei. Und diese Illusion von Ruhe und Frieden, weil natürlich geschehen parallel auf dieser Welt jede Menge mehr oder minder unschöne Sachen, die vermissen viele und die suchen sie in diesen Bildern. Ich glaube tatsächlich, dass viel von unseren Sehnsüchten in diese Bücher hineinprojiziert wird. Und viel von dem, wie wir uns wünschen, dass Liebe sein könnte. Zurück zum Mädchen Rosemarie und ihrer Mutter, die sich, da geht der Heftroman von eben weiter, bislang vergeblich nur eines wünscht. Eine Familie, Enkelkinder. Die junge Mutter beugte sich über den Wagen, nahm das Kind heraus und hielt es Rosemarie hin. Wie benommen streckte Rosemarie die Arme aus und dann spürte sie das zarte Leben, spürte den weichen Körper des Kindchens. Es war, als habe dieses kleine, niedliche Wesen den Eispanzer, der nun schon so lange um Rosemaries Herz lag, urplötzlich zum Schmelzen gebracht. Sechs Seiten später steht sie vor dem Traualtar, als echte Allgäuer Braut natürlich im Alpenherzdirndl. Herbfunden oder ja, hat soweit passt. Was sie dir super vorschlagen kann, ist unser neues Grace. Also es hat auch, ist komplett rückenfrei. Die Bluse ist eigentlich schon integriert mit der Spitze, mit der feinen. Und genau, hat auch eine Schürze. Gefällt mir sehr gut, ja. Mit dem Rücken auf jeden Fall sehr schön. Man hat früher gesagt, wenn das funktioniert, dann findet sich das in der Ehe, die Liebe. Hat natürlich oft nicht stattgefunden. Die Schwierigkeit liegt tatsächlich im Zwischenmenschlichen. Es gibt Ehen, die glücklich sind und es gibt natürlich auch welche, die Schwierigkeiten machen. Und das ist einfach die Frage, wie lebt man zusammen, wie raucht man sich zusammen, wie findet man zusammen. Und das war wahrscheinlich früher genauso schwierig, wie das heute der Fall ist. Und ja.
Im Wirtshaus zu Illerbeuren, dem ältesten Freilichtmuseum Bayerns, wird heute aus Liebe geheiratet. Jedenfalls nehmen wir das an. Was danach kommt, spielt keine Rolle mehr. Denn mit der Hochzeit ist der Liebesroman ja auch schon vorbei. Können Sie heiraten überhaupt noch empfehlen? Ja, ich denke schon, es ist eine Struktur, die unsere Gesellschaft in gewisser Weise noch aufrecht hält. Das mit dem Aufrechterhalten haben Gürkan und Elena, die Frau im Alpenherzdirndl, noch vor sich. Und einer hat schon hinter sich und den Schock der Trennung von seiner Frau dadurch verarbeitet, dass er ein Buch schrieb. Der Journalist Michalis Pantelouris mit einem Liebesroman der anderen Art. Wer will denn mit jemandem verheiratet sein, der einen jeden Tag verliebt anguckt? Das ist natürlich auch irgendwie sicher auch manchmal nervig. Aber das ist mir einfach passiert. Dieses Buch handelt von der Liebe, aber es handelt natürlich von, in ganz weiten Teilen, wie Liebe immer, ja auch von Schmerz. Was ist denn passiert? Auch bei mir war es so, dass, dass es wunderschön war. War ja sehr, sehr verliebt in meine Frau und habe sie sehr, sehr geliebt. Und bei mir hat sich das nicht verändert, beziehungsweise diese Tatsache hat sich nicht geändert. Bei ihr aber offenbar doch. Und eines Tages war dann plötzlich der Moment, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Nämlich, dass sie gesagt hat, das ist vorbei. Und für mich war das so, als wäre die Welt plötzlich nicht mehr das, was ich dachte, dass sie ist. Das ist wie so eine, so wie Leute Traumata beschreiben. Dass sie das, was sie ganz sicher wissen über die Welt, stimmt plötzlich nicht mehr. Plötzlich explodiert was und da, wo eben noch ein Haus war, ist plötzlich kein Haus mehr. Die Welt ist tatsächlich anders. Das war bei mir emotional das Gefühl. Deswegen nenne ich es auch immer die Explosion. Weil es war tatsächlich so, dass ich da stand und das Gefühl hatte, es gibt keinen Ton mehr. Ich höre nur noch einen Pfeifton oder sowas. Weiß nicht, was passiert ist und muss sich wieder vollkommen neu zurechtfinden. 2 Jahre hat Michalis Pantelouris gebraucht, um aus dem Loch herauszukommen. Geschafft hat er es mit einer Kolumne für die Süddeutsche Zeitung. Liebe zukünftige Lieblingsfrau. Und das war so erfolgreich, dass er auch noch ein Buch schrieb. Das ist die gute Seite daran, wenn man nochmal anfangen muss oder kann. Dass man die kleinsten Dinge mag. Dass man bemerkt, was man lieben würde, wenn es dazu käme. Gehst du nochmal mit mir aus? Es muss ja nichts bedeuten. Nicht gleich. Vielleicht nie. Aber vorsichtshalber gehen wir nicht ins Kino. Oder gerade. Was weiß ich denn? Vielleicht schreibe ich das für dich. Da kann man verstehen, dass da 4000 Frauen drauf reagieren. Dankeschön. 4000 Leserbriefe so ungefähr pro Kolumne. Aber gefunden hat er seine Lieblingsfrau trotzdem noch nicht. Lutz Marquardt ist Model und Model-Coach, der weiß, wie man Liebe körpersprachlich macht. Fotografiert werden er und seine Kollegin Anastasia von der Düsseldorfer Fotografin Anne von Sarosti. Es ist eigentlich wichtig, dass der Mann die Frau ansieht. Also das Bild sollte widerspiegeln, als wenn ich die heimlich wie ein Paparazzi, sagen wir mal, fotografiere. Und ich finde, es sollte immer so ein Leuchten auch in den Augen sein. Lass dich fallen. Es ist nichts im Studio gemacht. Es ist auch immer eine heile Welt, aber so ist es eigentlich auch wirklich. Man muss nur gucken können. Das hilft natürlich, wenn du die Berge hast im Hintergrund und das Heustadel oder die Blumenwiese. Oder jetzt kannst du so, und, aber zu ihr? Was soll ich machen? Einfach die Wange an meine ranlegen. Du musst das tun, was sich natürlich anfühlt. Ja, also einfach mal heben und dann gucken, wo die Arme hingehen. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Weiter lachen, Augen zu mir. Schön, schön. Ich fotografiere ja seit über 30 Jahren diese Romancover. Ich habe das nicht immer auch meinen Kunden erzählt, weil diese Arbeit sehr polarisiert. Ja, es geht eigentlich wieder nur um Close-up, dass du probierst, gerade dabei wieder nah an ihn ranzukommen, weil es ist ja gute Gelegenheit. Ja. Mir hat das eigentlich fast immer mehr Spaß gemacht als die Werbe- oder Modefotos, weil einfach nur so ein T-Shirt anziehen und dumm oder cool in die Kamera zu gucken, hat bei weitem nicht so viel Spaß gemacht wie diese Produktionen. Trotzdem haben viele Kunden dann gesagt, ja, sowas macht, dann kann die jetzt nicht unsere Vogue-Strecke fotografieren. Was natürlich völliger Unsinn ist.
Erst als ich aus diesen Heimatromanen eine Kunstserie erstellt habe, eben diese Heimatliebe, wurde das vielleicht auch ein bisschen anders gesehen von den Menschen. Heimatliebe. Großformatige Exemplare der Heftromancover, die Anne von Sarosti sehr erfolgreich in Galerien verkaufte. Ich finde, dass Kitsch ein sehr natürliches Grundbedürfnis ist. Liebe ist, wenn man am Ende des Romans das Buch zuklappt und sich freut. Über eine gut geschriebene Geschichte, über ein bisschen Herz und Schmerz und ein paar Tränen. Aber vor allem über die Person, die einen an die Hand nimmt und sicher durchs Leben begleitet. Liebe ist ein ganz schönes Gefühl. Mir waren die Groschenromane nie peinlich. Ich fand es immer super. Die sind was ganz Besonderes und die sterben auch aus. Und ich bin sehr dankbar, dass das noch so mitzubekommen. Das, was wir verkaufen, ist ja ein günstiges Produkt, aber was die Leser uns geben, ist eben wirklich unbezahlbar. Das ist die Lebenszeit. Und deswegen fühlen wir uns auch echt verpflichtet, gute Unterhaltung zu machen. Ich liebe meine Charaktere und ich genieße es, mit ihnen Zeit zu verbringen. Sie werden Teil meiner Welt und am Ende ist es schwer, sich zu verabschieden. Ich weine immer am Ende eines Buches und dann trinke ich ein Glas Champagner und proste meinen Figuren zu und sage viel Glück. Ich suche ja nicht einen Typ Frau, sondern ich suche einen Typ Nähe. Wenn wir uns vorstellen Happy End, wenn wir uns vorstellen Liebe, dann stellen wir uns so romantische Dinge vor, wie man geht am Strand entlang, hält sich an den Händen und es geht die Sonne unter und dann küsst man sich lang. Und in Wahrheit ist die große Nähe da, wenn man in Jogginghose auf dem Sofa sitzt und Spaghetti isst und irgendeine Netflix-Serie binge-watcht oder einen wunderschönen Spielfilm auf Arte. Das ist der Moment, wo man in Sicherheit ist, das ist der Moment, wo man nah ist.